Salvete Spectatoris und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, der Prolog. Und wir werden jetzt die Stadt Bovianum weiter belagern. Ich weiß nicht, ob wir schon direkt angreifen wollen. Ach nee, wir haben ja noch gar nichts an Belagerungsgeräten wirklich fertig gebaut. Bin mal gespannt, wie das ist. Ich habe ja noch gar nicht so schweres Kriegsgerät. Wie funktioniert das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle? Aber wir können hier noch ein bisschen upgraden. Erweitertes Sichtfeld ist auf jeden Fall gut, denke ich. Das packen wir ja auch noch rein in unseren Veteran, der hier wirklich eine super Armee draus gebastelt hat. Problem ist jetzt, durch die vergifteten Brunnen ist auch unsere Armee irgendwie vergiftet, obwohl die überhaupt nicht da... Naja, egal. Es ist wurscht. Es ist ein Spiel. Ich weiß jetzt Bescheid. Es wird mir nächstes Mal nicht mehr passieren. Für alle, die das nicht so genau mitbekommen haben, im letzten Part waren Review Gamix, Cornelius Drake, Scipion und Dachschaden dabei und wir haben ein bisschen über das neue Rome gesprochen und ich rekrutiere mir gerade noch ein paar Einheiten. Ich bin bei den Sozii oder Sokii Hastati noch nicht ganz. Ich bin noch nicht so sicher, was ich da hier für Einheiten will. Das ist irgendwie. Also ich meine, sie sind teurer als die Hastati, haben halt einen höheren Sturmangriff, also sind halt eher so die Schocktruppen. Aber so wirklich geschockt habe ich noch nicht viel. Wir nehmen noch ein paar Hastati, schlage ich vor. Die sind einfach im Nahkampf so ultra stark. Können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Auch wenn wir gegen die Gallier kommen. Das wird der Wahnsinn. Okay. Ich habe ja hier meine Rüstungsschmiede draus gemacht. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch einen... nicht Technologie, bei der Diplomatie. Ob ich noch irgendeinen Deal mit den Griechen machen kann. Bonjour. Es gibt viel zu bereden. Schutzbündnis, Bruder, und gib mir nochmal 1500. Okay, hat er auch gemacht. Interessant zu wissen. Okay, gut. Kriegsziel verfügbar. Dank jüngster Ereignisse könnt ihr nun euren Verbündeten ein Ziel vorschlagen. Sehr geil. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Diese Armee wird ja wahrscheinlich überleben, deswegen habe ich jetzt hier auch gar nicht so viele Truppen rausgezogen. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die Seuche wieder in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass es in der Kampagne überhaupt vorgesehen ist, dass man das überhaupt lösen kann. Bovianum ist zu haben. Lasst uns angreifen! Ja, nur ich würde vielleicht doch noch ein Kriegsgerät bauen. Macht euch bereit, Soldaten, denn wir stellen uns dem... Was? Der haut jetzt ab? Ich erwarte eure Befehle. Ah, okay, dafür ist die Ei... What? Die Siedlung wird dominierender Form. Jetzt ist er wieder krank. Belagerungsgeräte, um diese Mauern zu durchbrechen. Kümmert euch darum. Okay. Da muss man aufpassen, wenn man da einmal draufklickt. Okay, ich lade nochmal gerade. Aber ihr wisst ja in etwa, was ich da jetzt so gemacht habe und wie ich das vorhabe. Tja. Ja, die Steuerung, die macht mir da noch ein bisschen zu schaffen. Bovianum ist zu haben. Lasst uns angreifen. Ja, nee. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Du wartest noch schöne Runde. Salve! Silanus! Wie, ich habe keine Bewegungspunkte mehr, hä? Ist der sabotiert worden? Salve! Weil ich meine... Was? Ach, ich muss jetzt angreifen. Ich habe gar keine andere Wahl. Weil ich kann sonst... ich kann gar nicht weiter, okay. Macht euch bereit, Soldaten! Ja, dann... Leute, dann machen wir das jetzt halt mit einer Leiter. What the fuck? Oh, okay. Ja, schauen wir mal. Wird bestimmt lustig. Ich habe echt... Also, die haben echt den Koffer kaputt. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist okay. Nebel ist immer gut. Männer mit Leitern können die Stadtmauern hochklettern und die Bediener des Rambox können das Stadttor zerschmettern. Die oh, geil. Sind für Geschossfeuer und müssen beschützt werden. Awesome. Geiler Scheiß. Das ist echt cool. Oh, ganz schön viele Victory Points da hinten. Und da sind die Türme, die man dann einnehmen kann. Okay. Okay, wir nehmen Hastati. Okay, es scheint... geskriptet zu sein. Wir haben also dann doch irgendwie ein bisschen mehr als nur eine Leiter. Aber ich würde schon sagen, dass wir hier auf der Seite angreifen. Euren Diensten.
Samniten kauern hinter ihren Mauern, aber sie wissen, dass ihr Ende immer näher rückt. Rubianum wird heute fallen. Ja, die haben ja keine Chance. Und die haben sogar ein bisschen Mauergarnison. Oh, wow, Creative Assembly hat es geschafft, dass man die Einheiten besser sortieren kann. Das ist wirklich awesome. Die Belagerungswaffen auf die Mauern und das Tor. Sie werden nicht lange stehen. Ich gehe davon aus. Aber die brauchen ganz schön lange mit den ja. Du haust auf jeden Fall direkt wieder ab, weil das da ist blöd. Ach, die schubsen das nur so an. Und dann lassen die den rollen? Was? Das ist witzig. Jawohl. Das alte Rome-Feeling ist wieder zurück. Schubs, ich will nicht. Schubs, ich will nicht. Das ist witzig. I like. Okay. Tötet alle Samniten, die ihr findet. Kein Mitleid, Männer. Durchsucht die Stadt und findet Rutilus, tot oder lebendig. Warte mal, war das jetzt doch ein Verräter? Ich dachte, das wäre ein Freund. Ich befürchte, ja. So, jetzt gucken wir hier unseren Jungs mal zu. Komm, Ego-Perspektive. Ey, nimm mich einer mit! Ich will auch mit! Aber es sieht cool aus, wie die Pfeile dann kommen und die Leute darunter purzeln. Okay. Ich kann leider... Ja, leider, wenn ich da jetzt reinwechsle in die Perspektive, dann komme ich jetzt zu den, Philites. Es ist, merkwürdig. Es... Warum ist das auch eine Gruppe? Okay. Es, tut mir leid. Oh. Oh. Ja, haut drauf, immer feste drauf. Ja, du holst mir hier das Tor. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Defensiv, Principes! Ja, holt mal bitte das Tor. Wir warten auf den Feind. Das wäre irgendwie ganz grandios. Schneller bitte. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Schnell! Söhne des Mars! Okay, und wenn ich das Ding da jetzt nehme, dann gehört mir auch der Turm? Ja, okay, ich verstehe. Ah ja, es ist dann doch nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber das Laufen hier, das ist ein bisschen verbaut noch, ne? Aber okay. Ja, du musst jetzt natürlich hier runter. Weil, klar, irgendwie muss ich ja das Tor kriegen, ne? Und du gehst da halt natürlich dann auch drauf, ne? Klaro. So, der Turm gehört jetzt schon mal uns. Wir könnten jetzt hier die Victory Points holen, aber ich glaube, wir können schon mit der schweren Infanterie vor. Wurde niedergeschlagen. Sehr gut. Und er verfluchte euch noch mit seinem letzten Atemzug. Schicken wir ihm seine Armee hinterher. Der Mistkerl, aber hallo. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Ich glaube, es ist ja eigentlich so strategisch am klügsten. Die Römer sind bereit. Die Nahkampfinfanterie wenn man... wow. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, da hochzulaufen. Ich denke schon, wir sollten hier gucken, dass wir da schnell den Nahkampf entscheiden.
Du läufst mal weiter. Du musst dich da jetzt nicht mit den italischen Schwerträgern aufhalten. Vor allen Dingen, weil die so hemmungslos unterlegen sind. Ich komme immer wieder zu denen. Ich kann nichts mehr machen. Linksklick zum Zoom, rechtsklick zum Verlassen. Drück die Leertaste, oder was? Ja, wir müssen... Wow, das ist nicht gut. Nee, lauf direkt hier drauf. Ja, es tut mir leid. Ich kann jetzt leider nicht mehr in die Ego-Perspektive gehen. Also ich sehe, hier gibt es schon noch so ein paar Baustellen bei dem Spiel. Das ist schade. Schade. Okay, die flüchten sogar jetzt wieder aus dem Tor raus. Also, hä? Okay, ihr formiert euch hier. Nee, warte, ihr formiert euch hier. Da. So ist perfekt. So, und ihr lauft jetzt hier hin. So, und jetzt haben wir ihn eigentlich. Okay, den holen wir uns auch noch. Jetzt können wir dreifache Geschwindigkeit machen. Versucht nochmal. Ah, jetzt komme ich rein. Aber jetzt ist es zu spät. Wenn ich mehrere Einheiten ausgewählt hätte, dann wäre es auch anders gegangen. Okay, und jetzt muss ich die... Jetzt wird er wahrscheinlich noch irgendwo eine Einheit versteckt haben. Also holen wir uns die Victory Points. Er hat nicht mehr viel. Er kann auch gar nicht mehr viel haben. Okay. Ich schau mal, ob wir da hinten hinrennen können. Drei Silberwimpel, das ist schon cool. Also das mit den Upgrades. Der Typ, der wird mein Favorit. Also der wird echt mein Favorit. Ich denke, es wird in der normalen Kampagne natürlich nicht mehr so schnell gehen, aber Leute, Erfahrungen von Einheiten erhöhen, das ist immer geil, weil das bleibt halt, ne? Aha. Ah, das war der Turm. Okay. Dann hol du dir mal das Ding da. Wir müssen ja nicht unnötig viel verlieren. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Zum Glück haben wir da genügend Printcaps am Start. Okay, das Ding gehört bald uns. Das haben wir auch gleich. Und ihr könnt hier nochmal Speere schmeißen. Und du gehst dahin und du dahin. Also ihr könnt schon ruhig was machen. Na, jetzt erwischt er halt noch ein paar Felites, aber ist okay. Viele sind jetzt auch nicht so die mega wichtigen Einheiten. Ach, da waren noch Einheiten. Oh. Soldaten Roms. Wir sind so weit zusammengereist auf einem Weg, den wir nicht gewählt haben. Das Schicksal und die Grausamkeit der Menschen hat uns dazu gebracht, unsere Waffen zu ziehen und Seite an Seite zu stehen, um unsere Länder gegen den gemeinsamen Feind zu verteidigen. Wir haben diesen Krieg nicht gewollt. Doch es sind unsere Häuser, die brennen, unsere Verbündeten, die massakriert werden. Und unser Anführer Rutilus, der von unserem verzweifelten Feind erschlagen wurde. Offensichtlich findet das Böse, wenn wir es nicht in Schach halten, stets seinen Weg nach Rom. Auf unseren Feldern liegen noch tote Samniten und schon stehen wir einer neuen Bedrohung an unseren Grenzen gegenüber. Den Galliern. Griechen stehen an unseren Stränden und wollen uns unser Land und unseren Lebensunterhalt nehmen.
Völker im Osten erschaffen mächtige Imperien, während wir mit unseren Nachbarn streiten. Barbaren wollen unsere Häuser und Dörfer plündern. Wenn Rom überleben soll, muss die Welt romanisiert werden. Wir kämpfen für unsere Lebensart. Und dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Mit dem Wohlwollen der Götter werden wir heute unser Schicksal bestimmen. Für Rom! Hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt es wahrscheinlich alle erkannt. Er spielt damit natürlich auf die Belagerung von Thurioi durch die Lucaner im Jahr 282 vor Christus an. Was ich jetzt gerade nochmal zufällig nachgelesen habe. Also die Anspielung, ich denke mal, der Hinweis auf die Griechen im Süden etc. ist auf jeden Fall als Anspielung auf die Auseinandersetzung mit den Griechen und mit Sparta eben in Süditalien zu verstehen. Im Falle von Thurioi, das von den Lucanern belagert wurde. Thurioi war damals, das lässt der Name schon erahnen, eine griechische Siedlung, die von den Spartiaten in der Nähe von Tarent gegründet wurde. Und ja, wobei es eigentlich noch ein Stückchen weiter weg von Tarent, aber es war halt eine griechische Siedlung, eine Siedlung, die auf spartanische Aktivitäten zurückging. Und die Spartaner saßen damals noch in Tarent und sahen das halt überhaupt nicht gerne, dass die Römer sich da ganz Italien unter den Nagel gerissen haben. Ihr könnt es auch hier im Hintergrund übrigens erkennen, Italia und Magna Graecia, ne? Also, weil der Golf von Tarent, der ist halt in Süditalien komplett wichtig gewesen. Das war halt eine wichtige Handelsroute, ja. Also, man musste halt hier diese Küstenstreifen, diese Engpässe hier kontrollieren und den Weg nach Sizilien. Und das war halt was die Spartiaten die Spartaner nicht aufgeben wollten, wegen ihrer finanziellen Handlungsmöglichkeiten natürlich. Okay, ich würde jetzt ansonsten gerne noch Scipion einladen, nochmal kurz sein Fazit zu der ganzen Sache zu geben, aber der ist, glaube ich, noch dabei, sich das Spiel irgendwie zu installieren, das dauert noch ein bisschen. Machen wir einfach mal Schluss mit dem Part heute, der ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Ja, aber wie sah es denn de facto aus? Also, diese Eroberung Italiens, die die Römer seinerzeit in die Wege geleitet haben, die Auseinandersetzung nach dem dritten Krieg gegen die Samniten, bescherte Rom die Vormachtstellung in Italien. Die Germanen waren, nicht die Kimbern und Teutonen, das ist ja viel später, das ist ja erst, 60, 80 vor Christus oder so. So um den Dreh rum, schätze ich jetzt mal. Naja, ganz so spät war es nicht, aber gut. Also das war erst deutlich später. Nein, es geht natürlich um die Kelten. Um den Kelteneinfall in Norditalien. Und interessanterweise sind die Kelten damals also nur nach Italien gezogen, um dort zu plündern, denn keltische Siedlungsaktivitäten hat man dort nicht gefunden. Das ist also sehr interessant, denn normalerweise, wenn es zu solchen kriegerischen Auseinandersetzungen kam, dann war es oft so, dass das mit einer Siedlungsaktivität in Verbindung steht. Man darf nicht außer Acht lassen, wie wichtig das damals war, in Anbetracht steigender Bevölkerungszahlen neues Siedlungsland zu erschließen. Und das war in Italien ein ganz, ganz heißes Thema, weil halt Rom natürlich für das Ausgreifen der Stadt viele Nahrungsmittelquellen erschließen musste. Es war halt auch schon eine sehr große Stadt, es war eine recht große und mächtige Polis. Und es war aber auch wichtiger, weil man, ja, also es gibt halt viele verschiedene Theorien, die noch alle noch nicht so ganz belegt sind. Bevölkerungszunahmen haben immer zu Wanderbewegungen geführt. Und man denkt also, dass gerade bei den Vorstößen von den Kelten und später eben auch von den Germanen, dass das mit klimatischen Bedingungen und einer Verschiebung im demografischen Gewicht, sage ich jetzt mal, also in einer stärkeren Bevölkerungszunahme zu suchen ist, dass da die Ursachen zu suchen sind. Und das bleibt ein spannendes Thema, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber hier, um nochmal den Punkt zu machen, der entscheidende Schnitt bei dieser Entwicklung ist, Rom wird zur Vormacht in Italien. Und das begründet die weitere Ausgangslage, mit der Rom
es irgendwann schafft, die komplette Mittelmeerwelt zu unterwerfen und eines der größten und mächtigsten Reiche, die die Welt je gesehen hat, zu gründen. Das ist einfach beeindruckend. Diese Ausgangslage wurde geschaffen, nachdem sich Rom über seine Bundesgenossen erheben konnte. Denn man darf nicht vergessen, eigentlich ist das problematisch, sich über seine eigenen Bundesgenossen hinwegzusetzen. Ihr kennt den Fall aus Griechenland, als Athen Krieg gegen Sparta geführt hat, ja. Also die Peloponnesischen Kriege, ja. Das ist halt die Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta. Das ist halt auch ganz wichtig. Das waren ja auch mal Bündnispartner. Also irgendwann muss dieser Schritt gemacht werden, dass die Latiner bzw. die Römer, dass die sich über ihre Bundesgenossen hinwegsetzen, um die zu dominieren. Das war der Schritt, den man nach den samnitischen Kriegen auf jeden Fall abschließen konnte. Dann war Rom wirklich über seine Bundesgenossen dominierend. Und zwar militärisch unglaublich stark. Also Rom hat alleine durch diese ganzen Bündnisverträge, die geschlossen haben, haben die so viele Soldaten gekriegt. Das kann man sich heute eigentlich auch nicht mehr vorstellen, dass da eine Armee mit 6000 Mann, was das schon für eine Riesenarmee war. Ne? Aber die römische Armee war damals natürlich größer. Aber eine Legion, 6000 Mann, ja. Also wer zwei Legionen damals befehligte, dem lag Italien schon fast zu Füßen, sage ich mal. Ja? Also das war schon sehr wichtig. Ja? Und einfach diese Kontingente an Auxiliartruppen, an Bundesgenossen, das war entscheidend für den Sieg der Römer in Italien. Also die Römer mussten erstmal ihr Italien unterwerfen. Es war nicht so, dass denen das von Anfang an gehört hätte. So, und bevor ich jetzt noch mehr Halbwissen verbreite, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Pax Vobiscum, Valete.